Raubtiere, weil sie keine Menschen sind. Das ist verdammt brutal. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal überlegen, was wir den Tieren antun, wenn wir nicht vegan leben. Jetzt gerade in diesem Moment stehen in eurem Namen Tiere am Schlachthof. Das passiert, wenn ihr nicht vegan lebt. Jetzt gerade, selbst an einem Sonntag, stehen Kühe zitternd mit ihren Kälbern. Ich habe das selbst gesehen, in einer Schlachtbox. Die Kälber werden in einer extra Ecke des Schlachthofs getötet. Ihnen wird in den Kopf geschossen und dann kriegen sie ein Messer in die Kehle gesteckt, damit sie ausbluten können. Und das passiert wegen der Fleischindustrie, aber auch wegen der Milchindustrie. Vielleicht sind viele von euch hier, die Vegetarier sind, weil sie schon was für die Tiere tun wollen. Leute, Vegetarismus reicht nicht. Nicht vegan sein ist nicht okay. Solange ihr nicht vegan lebt, seht ihr Tiere als Objekte. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, Tiere sind keine Objekte. Genauso wenig wie Menschen Nutzmenschen sind, nur weil sie eine dunkle Hautfarbe haben oder als Sklaven dienen dürfen, sind Tiere Nutztiere, nur weil sie keine Menschen oder keine Haustiere sind. Es gibt keinen ethisch signifikanten Unterschied zwischen Hunden und Schweinen, der es rechtfertigen kann, Schweinen zu Schinken zu verarbeiten und Hunde als liebevolle Familienmitglieder aufzuziehen. Du schaust gerade diesen Livestream. Du bist ein Individuum, du bist eine Person, du hast einen Charakter, du hast Wünsche und Interessen. Und genauso hat das jedes einzelne Tier, das wegen dir heute oder morgen oder diese gesamte nächste Woche, bis du stirbst, am Schlachthof steht. Du kannst dich hier und jetzt entscheiden, wie viele Tiere sollen in deinem Leben noch wegen dir am Schlachthof stehen? Null oder viele? Leute, das ist eine so wichtige Frage. Wie viele Tiere sollen wegen dir noch zitternd und angsthabend am Schlachthof stehen, bis ihr irgendwann einmal sterbt? Null oder viele? Ich habe mich für die Null entschieden. Und wenn ich mich für die Null entscheide, was bedeutet das dann für meine Handlungen? Dass ich einfach ab jetzt vegan lebe. Und was mache ich als Veganer? Kein Tier mehr ins Schlachthaus schicken. Indem ich Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen esse und keine tierischen Produkte auch sonst für meine Kleidung oder für meine Unterhaltung benutze. So einfach ist das. Und das bedeutet nicht, dass ihr täglich Beyond Burger kaufen müsst oder richtig teure vegane Ersatzprodukte essen müsst. Nein, ganz einfach. Die billigsten Sachen im Supermarkt sind Kartoffeln, Hafer, Getreide und Obst, Gemüse müsst ihr sowieso essen. Wie lange bist du schon vegan? Seit circa 2 Jahren und seit 5 Jahren esse ich pflanzlich, aber ich habe das am Anfang für die Umwelt und die Gesundheit gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass es beim Veganismus um eine Gerechtigkeitsbewegung, um eine Befreiungsbewegung für die nichtmenschlichen Tiere geht, dass es darum geht, dass wir Speziesismus bekämpfen und Speziesismus ist das gleiche wie Rassismus. Wenn ihr keine Rassisten sein wollt, dann dürft ihr keine Speziesisten sein. Was wir den Tieren antun, ist genau das gleiche. Wir schicken sie auf Basis von so einem willkürlichen Merkmal wie der Hautfarbe oder der Rasse oder eben der Spezies ins Schlachthaus und sagen, dass wir sie benutzen dürfen. Und es ist verdammt brutal und verdammt blutrünstig, unnötig. Wenn ihr Fragen zum Thema Speziesismus habt, dann schaut auf den Link an3x.org und informiert euch dort darüber, warum Veganismus moralische Pflicht ist, warum es nicht okay ist, nicht vegan zu sein. Erfahrt ihr im Video, warum vegan ist, dauert nur 8 Minuten. Leute, ihr konsumiert wahrscheinlich jeden Tag längere Zeit Leichenteile, als dieses Video dauert. Ihr konsumiert wahrscheinlich jeden Tag längere Zeit die gestohlene Muttermilch von anderen Säugetieren, als dieses Video dauert. Warum vegan auf an3x.org? Schaut euch das an, schaut euren Opfern in die Augen, lernt das Schicksal, das persönliche Schicksal von dem kleinen Küken, das auf einem Fließband geboren wird, das gleich zerschreddert wird von einem Kükenschredder, von den Kühen, die von ihren Kälbern getrennt werden, einfach nur, weil jemand ihre Muttermilch in seinen Kaffee geben möchte. Und diesen Kälbern, den Kälbern wird in den Kopf geschossen. Wenn ihr Fleisch esst, dann esst ihr Babys, jedes Mal. Weil egal, ob die Kälber getötet werden oder dann die Rinder, wenn sie ein bisschen älter sind, normalerweise können Kühe bis zu 25 Jahre alt werden. Aber in den Tierindustrien werden die meisten Tiere nach ungefähr 4% ihrer natürlichen Lebensspanne am Schlachthof ermordet. Für unseren Geschmack, für unsere Tradition, für unsere Gewohnheit und unsere Bequemlichkeit. Das sind die einzigen Gründe, weswegen ihr Tiere zum Schlachthof schickt. Geschmack, Gewohnheit, Bequemlichkeit und Tradition. Seid ihr wirklich so charakterschwach, dass ihr Tiere wegen diesen 4 Gründen zum Schlachthof schicken müsst? Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mag Tiere und selbst wenn ich Tiere nicht mögen würde, ist es keine Rechtfertigung, ihnen ihr Recht auf körperliche Freiheit nicht zuzusprechen.
Also wenn ihr intelligente Fragen habt oder Wünsche, Einwänden, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde mich bemühen, das zu beantworten. Am Anfang kann vegan sein echt verwirrend sein, weil man hört so viele unterschiedliche Dinge. Veganismus für die Umwelt, Veganismus für die Gesundheit, das ist alles ein Blödsinn. Es geht beim Veganismus nicht um einen Umwelttrend. Es geht auch nicht um die persönliche Gesundheit. Es geht um eine Gerechtigkeitsbewegung. Tierrechte sind die logische Schlussfolgerung von Menschenrechten. Wir wollen jedem Menschen ein Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit zusprechen, weil wir alle Individuen sind, die nicht leiden wollen und nicht sterben möchten. Und genauso möchten alle anderen nichtmenschlichen Individuen, die anderen Tiere, ein Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Wenn ihr mit mir reden möchtet, kommt auf den Discord-Server discord.gg/veg. Das ist der größte deutschsprachige vegane Server auf Discord, auf diesem Planeten. Da bin ich auch drauf, da könnt ihr jetzt gerade dazukommen und ein paar von unseren Moderatoren werden im Voice-Chat warten. Dann müsst ihr euch nicht hier im Chat die Finger wund tippen. Kommt auf den Discord, kommt in den Voice-Chat dazu und wir reden gemeinsam. Jetzt gerade sind dort vegane Aktivisten und Moderatoren, mit denen ihr sprechen könnt in einer Stage-Debatte, die alle eure Fragen beantworten werdet, dann müsst ihr hier noch nicht ewig im Chat rumhängen. Teilt auf jeden Fall diesen Stream, damit wir mehr Leute mit der Wahrheit erreichen können, dass nicht vegan sein nicht okay ist. Rassistisch sein ist nicht okay. Sexistisch sein ist nicht okay. Homophob sein ist nicht okay. Und speziesistisch, also nicht vegan sein, ist nicht okay. Die zugrunde liegende Diskriminierungsform, gegen die sich Veganismus richtet, nennt sich Speziesismus. Und Speziesismus ist die größte und blutrünstigste Diskriminierungsform auf diesem Planeten. Wir schicken Tiere tagtäglich ins Schlachthaus. Wir fressen ihre Körperteile. Wir trennen sie von ihren Familien. Wir schießen ihnen in den Kopf. Wir brandmarkieren sie. Einfach nur, weil sie nicht der menschlichen Spezies angehören. Das ist absurd, das ist genauso brutal und absurd und irrational wie Rassismus, wo wir gesagt haben, wir dürfen Menschen ermorden, wir dürfen Menschen als Sklaven halten, wir dürfen Menschen benutzen, einfach nur, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Und genau den gleichen irrationalen und brutalen Denkfehler machen alle Nicht-Veganer. Sie sagen, wir dürfen Tiere ins Schlachthaus schicken, Tiere als Sklaven verwenden, nur weil sie eine andere Spezies haben. Wenn ihr gegen Diskriminierung seid, wenn ihr gegen Gewalt seid, dann müsst ihr auch gegen Speziesismus sein. Veganismus bedeutet Gewaltfreiheit. Das heißt, dass wir keine Gewalt mehr an unschuldigen Tieren ausüben. Wir brauchen keine Tierprodukte, um glücklich und gesund zu sein oder sogar um Muskeln aufzubauen. Ich esse seit 6 Jahren rein pflanzlich und ich konnte Muskeln aufbauen. Ich habe 6 Kilo Muskelmasse gewonnen und ich war früher sehr, sehr, sehr dürr. Und mittlerweile bin ich fitter als die durchschnittliche Frau in meinem Alter. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Tiere. Es geht um die Freiheit der Tiere, die jetzt gerade angekettet stehen in den Tierindustrien, deren Freiheit genommen werden, die in Zirkussen verwendet werden, die in Laboren als Experimente benutzt werden, denen Säure in die Augen getropft wird, die rasiert werden, nur damit wir sie ganz oft stechen können mit neuen Antibiotika oder antiviralen Mitteln. Hausmittel werden an unschuldigen kleinen Babyhasen getestet. Hausmittel werden ihnen in die Augen gespritzt. Medikamente, die wir schon seit über 100 Jahren am Markt haben, werden ihnen vaginal, genital und oral eingeflößt und sie werden gestochen und irgendwann einmal dann weggeworfen, sobald sie nicht mehr nützlich sind im Labor. Nur damit wir Geld lukrieren können und noch einen Stempel draufgeben können, dass sie auch dieses Jahr mit Tierversuchen getestet wurden. Das ist genauso absurd und barbarisch wie das, was in Kriegen passiert, wo wir Kriegsgefangene benutzt haben für menschliche Experimente. Es gibt keinen ethisch signifikanten Unterschied zwischen menschlichen Tieren und anderen Tieren, der es rechtfertigen kann, sie zum Schlachthof zu schicken, aber Menschen nicht. Dieser Denkfehler des Speziesismus ist genauso irrational und brutal wie der Rassismus. Wir diskriminieren Individuen auf Basis von ihrer nichtmenschlichen Spezies. Aber wo ist der Unterschied zwischen den sogenannten Haustieren und den sogenannten Nutztieren oder gar den menschlichen Tieren? Klar, wir sind ein bisschen technologisch fortgeschrittener. Viele von uns sind durchschnittlich etwas intelligenter als manche Tiere. Aber nehmen wir zum Beispiel ein Schwein her.
Ein Schwein wird geboren von seiner Mutter in einem Kastenstand. Die Mama kann sich kaum umdrehen, weil die so eingesperrt ist in ihrem Kastenstand, wälzt sich häufig auf ihre Kleinen und bringt die damit um. Nachdem wir sie zwangsgeschwängert haben und zu all diesen Geburten gezwungen hat, kann die Mama sich nicht einmal nach ihren Kleinen umdrehen. Und dann wird da das Schwein geboren, so ein kleines Ferkelchen. Das wird noch bei vollem Bewusstsein, kriegt das die Hoden rausgeschnitten. Bei vollem Bewusstsein, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das passiert bei Bio- und Massentierhaltung. Keine Sorge, das passiert überall so, weil es wäre ja sonst teuer, die kleinen Ferkelchen zu betäuben. Schweine sind die fünf intelligentesten Tiere auf diesem Planeten. Viele, viele, viele Menschen sind weniger intelligent als Tiere, als Schweine. Und es ist trotzdem keine Rechtfertigung, sie ins Schlachthaus zu schicken. Weil wir technologisch stärker sind, und das sagen jetzt vielleicht manche von euch als Begründung, dass wir Tiere ins Schlachthaus schicken dürfen, ist das eine Verantwortung, die wir gegenüber den anderen Tieren haben und keine Rechtfertigung, um ihnen Gewalt anzutun. Wir sind die technologisch stärksten Tiere auf diesem Planeten. Und wir haben eine Verantwortung. Jeder von euch, der Spider-Man gesehen hat, with great power comes great responsibility. Das heißt, wir haben eine große Verantwortung mit unserer starken Kraft den anderen Tieren gegenüber. Aber stellen wir uns das doch einfach mal so vor. Ein UFO landet auf dem Planeten und es sind Aliens, die auf diesen Planeten kommen, ja? Und die sind jetzt genauso viel stärker wie wir für die Tiere. Das heißt, die haben jetzt die Wahl. Sie können entweder vegan leben oder sie tun uns genau das Gleiche an, wie ihr tagtäglich den Tieren antut. Das heißt, wir sind ihnen genauso unterlegen, wie uns die anderen Tiere unterlegen sind. Was würdet ihr wollen, was diese Aliens machen, wie sie mit euch umgehen? Würdet ihr hoffen, dass diese Aliens vegan sind? Oder würdet ihr sagen, nö, ihr könnt mich genauso behandeln, wie ich die Tiere behandle? Und ich weiß, glaube ich, ganz genau, welche Antwort hier die ehrliche ist, dass ihr hoffen würdet, dass die Aliens, die auf den Planeten kommen, tatsächlich vegan sind. Leute, nicht vegan sein ist nicht okay, rassistisch sein ist nicht okay, sexistisch sein ist nicht okay. Menschen oder andere nichtmenschliche Individuen zu unterdrücken, auf Basis von ihrer Spezies, von ihrem Geschlecht, von ihrer Hautfarbe und vor allem eben ihrer Spezies, ist nicht in Ordnung. So. Ich sage es heute nochmal, wenn ihr mit mir reden wollt, aber nicht ewig in diesen Chat schreiben möchtet, kommt auf den Discord-Server discord.gg/veg. Das ist der größte deutschsprachige vegane Server auf dem Planeten. Jetzt gerade warten im Voice-Kanal auf euch schon ein paar von unseren Moderatoren. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr zu einer gewaltfreien, veganen Lebensweise umsteigt, dann kommt einfach rein, stellt die Fragen in den Chat. Hier wird euch geholfen, wir helfen euch gerne. Außerdem, wenn ihr noch nicht wisst, was Speziesismus ist, dann kommt auf an3x.org vorbei, schaut euch das Video Warum vegan an, da erkläre ich das in 8 Minuten. Speziesismus ist Rassismus, es ist genau das Gleiche, was wir jetzt mit den Tieren machen, wie damals in der menschlichen Sklaverei gemacht wurde. Wir sagen, wir können sie als Nutztiere verwenden, als Nutzobjekte, einfach nur, weil sie eine andere Spezies haben, weil sie aus einem anderen Teil der Welt kommen, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil sie ein anderes Geschlecht haben. Wisst ihr, dieser Rassismus, dieser Sexismus, das hat alles die gleiche Denkweise. Wir sagen, wir sind besser als die, weil wir irgendeine Eigenschaft haben, die diese anderen Tiere nicht haben oder diese anderen Menschen nicht haben. Und deswegen dürfen wir sie ins Schlachthaus schicken. Das ist so absurd. Wenn ihr gegen Gewalt und gegen Rassismus seid, dann müsst ihr auch gegen Speziesismus sein. Speziesismus ist die größte und blutrünstigste Unterdrückungsform, eine Diskriminierung auf diesem Planeten. Wenn ihr dagegen seid, dass wir diskriminieren, dann müsst ihr vegan leben, sonst seid ihr nicht moralisch konsistent. Leute, nicht vegan sein ist nicht okay. Es ist genauso wenig okay, wie rassistisch zu sein, wie homophob zu sein. Veganismus bedeutet einfach nur, die Tiere in Ruhe zu lassen. Das ist alles. Wir wünschen uns alle einfach nur, in Ruhe gelassen zu werden. Wir wollen nicht selbst am Schlachthof stehen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Aber jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr seid eine Mutterkuh. Ja? Ich erkläre euch jetzt die Milchindustrie. Für alle, die es noch nicht wissen, was ist Milch, woher kommt Milch? Ich bin eine erwachsene Frau und ich habe Brüste, ich verrate es euch. Und wie kriege ich da Milch in meine Brüste? Da müssen wir jetzt mal nachdenken. Ich kriege nur Milch in meine Brüste, wenn ich ein Kind bekommen habe. Das heißt, ich muss erst einmal schwanger sein. Und genauso ist das bei jedem anderen Säugetier auf dem Planeten auch.
Jedes Säugetier in der Tierindustrie, das für seine Milch verwendet wird, wird durch Menschenhand penetriert. Da steckt ein Mensch in das Tier einen Besamungsstab in den Vaginalkanal hinein und spritzt abmasturbiertes Bullensperma hinein. Das ist das, was passiert, wofür ihr zahlt, dass ein Tier zwangspenetriert wird, wenn ihr nicht vegan lebt. Dann werden Tiere in eurem Namen sexuell missbraucht, so das passiert. Die werden fixiert während diesem Eingriff, damit sie sich auch ja nicht wehren. Hier so wird eingespritzt und nach ein paar Monaten kriegt das Säugetier meistens eben die Kuh für Kuhmilch oder für Kuhmilchkäse, ein Kind. Und nachdem wir sie also sexuell missbraucht haben, nachdem wir ihr das Kind gestohlen haben nach der Geburt, können wir dann ihre Milch aus ihrem Euter abpumpen. Das heißt, die Milch wird abgepumpt. Das ist das, woraus dann Käse entsteht, woraus Milchprodukte für eure Kekse, für eure Milch im Kaffee entsteht. Leute, das ist die gestohlene Muttermilch von zwangspenetrierten Tieren. Dafür habt ihr gezahlt. Ich finde daran absolut nichts cool. Viele schreiben jetzt, ja, darauf erstmal ein Glas Milch. Leute, erstens, das ist nicht sonderlich kreativ. Das habe ich schon 1 Million Mal gehört. Darauf erstmal ein Steak, darauf erstmal ein Glas Milch. Aber zweitens, ihr macht euch gerade nicht über mich lustig. Ihr macht euch über die Mütter lustig, die ihre Kinder verlieren. Ihr macht euch über die Mütter lustig, die zwangspenetriert werden durch die Bauern, durch die Besamungstechniker. Ihr macht euch über versklavte Individuen lustig. Und wisst ihr, was noch viel trauriger ist? Alle, die denken, als Vegetarier tut man eben schon so viel für die Tiere, haben vergessen, dass Vegetarier immer noch Tiere als Objekte betrachten. Erstens, ihr zahlt immer noch für die systematische Penetration, also die Vergewaltigung von anderen Tieren. Und zweitens, jede einzelne sogenannte Milchkuh, was passiert denn mit der, wenn sie keine Milch mehr gibt? Naja, wenn sie nicht mehr wirtschaftlich rentabel ist, dann wird der liebe Bauer sie wohl nicht am Leben halten. Das heißt, jede einzelne Milchkuh oder Schafsmilch gibt es ja auch, wird nach 4 bis 5 Jahren am Schlachthof in den Kopf geschossen, wird ihr fucking Gehirn in die Luft gejagt und dann wird ihr ein Messer in die Kehle gesteckt und sie wird ausgeblutet und dann wird ihr Kopf abgeschnitten und ihre Klauen, das nennt sich nämlich Klauen, nicht Hufe bei Kühen, werden abgeschnitten. Und dann findet man am Schlachthof so einen blutigen Berg mit so einem Kopf, mit einem abgetrennten Kopf, mit den abgetrennten Klauen, mit den Körperteilen. Ihre Haut wird abgezogen und sie wird auch zu Fleisch gemacht. Das heißt, jeder einzelne Vegetarier, der denkt, dass er nicht mehr für die Ermordung und die systematische Verfolgung von diesen Tieren schuld ist, der irrt sich leider. Leute, Vegetarismus reicht nicht. Ihr seht dann Tiere immer noch als Objekte. In eurem Namen werden Tieren Messer in die Kehle gesteckt und ihre Köpfe werden abgetrennt. Das passiert mit jeder Milchkuh. Das passiert mit jeder Legehenne. Es ist in den Tierindustrien so, dass es da kein Tier lebendig rausschafft. Wenn ihr das alles noch nicht wusstet oder wenn ihr dachtet, hey, als Vegetarier mache ich schon so viel für die Tiere, kein Problem, ich wusste das auch lang nicht. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit und vor allem das menschliche Privileg, die Verantwortung, das zu lernen. Geht auf an3x.org und schaut euch dort die Wahrheit an. In dem 8-Minuten-Video, warum vegan, das ist das erste Video auf der Seite. Wirklich, das dauert nur 8 Minuten, das wird euer Leben verändern. Das habe ich gemacht. Und ihr konsumiert wahrscheinlich jeden Tag längere Zeit Leichenteile oder die gestohlene Muttermilch von penetrierten Tieren, als ihr dieses Video anschauen würdet. an3x.org, warum vegan? Schreibt euch das auf, schaut das mit euren Freunden, schaut danach auch den Film Earthlings und Dominion, die sind alle auf dieser Seite, jugendfrei. Wir haben das da hochgestellt. Bitte setzt euch mit der Wahrheit dessen auseinander, was ihr den Tieren antut, wenn ihr nicht vegan lebt. Ihr habt die menschliche Verantwortung. Wenn ihr mit mir reden möchtet, nachdem ihr euch diesen Film angeschaut habt, vorher rede ich nämlich nicht mit euch, oder mit einem veganen Moderator, kommt auf den größten veganen Discord-Server auf dem Planeten. discord.gg/veg, da sind jetzt gerade im Voice-Chat vegane Moderatoren, mit denen ihr euch diskutieren könnt, mit denen ihr euch fetzen könnt, denen ihr gegenüber total intelligente Argumente gegen Veganismus bringen könnt. Aber ganz ehrlich jetzt, schaut euch vorher das Video Warum vegan auf an3x.org an, dann könnt ihr gern vorbeikommen. Wir erwarten uns einen freundlichen, respektvollen Umgangston und wir erwarten uns vor allem, dass ihr nicht die größten Trolls der Welt seid. Es geht hier wortwörtlich um Leben und Tod. Wenn ihr nicht vegan lebt, dann unterstützt ihr die Köpfung von Schweinen, von Kühen, von Hühnern, von Küken, von Lämmern. Ihr seid dann für die Köpfung, für das Abtrennen von Gliedmaßen von all diesen Tieren höchstpersönlich verantwortlich.
Das ist eure Schuld, was am Schlachthof passiert, wenn ihr das schon wisst und wenn ihr euch das anschauen könnt und ihr immer noch nicht vegan lebt. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, scheiße, ich will nicht dafür verantwortlich sein, irgendwann einmal werde ich vegan, dann kann ich euch hier und jetzt eine Frage stellen. Wie viele Tiere sollen für dich noch in deinem Leben am Schlachthof stehen, bis du endlich vegan lebst? Null oder viele? Ich stelle diese Frage jetzt nochmal, weil sie so wichtig ist. Du kannst hier und jetzt, jetzt gerade eine Entscheidung treffen. Wie viele Tiere sollen für dich noch zitternd am Schlachthof stehen, bis du endlich vegan lebst? Null oder viele? Und wenn du dich für die Null entscheidest, was bedeutet das dann für deine Handlungen? Ich habe mich vor ein paar Jahren für die Null entschieden und das bedeutet einfach nur, dass du ab jetzt vegan lebst. Das ist nicht so schwer. Es ist niemals so schwer für dich, einfach Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen und Samen zu essen, wie für die Tiere am Schlachthof zu stehen in deinem Namen. Wirklich mit 90 kannst du auf diesen Tag zurückblicken und sagen, okay, ich habe damals dieses Livestream-TikTok von der militanten Veganerin geschaut und ab dann habe ich mich für die Null entschieden. Ab dann sollen null Tiere in meinem Namen am Schlachthof stehen und ab dann stand auch nie wieder ein Tier für mich am Schlachthof, weil ich habe mich für Veganismus entschieden, ich habe mich für die Befreiung der Tiere entschieden. Ich stand auf der richtigen Seite der Geschichte. Diese Entscheidung könnt ihr jetzt treffen. Leute, wir schauen jetzt zurück auf die Menschen, die Sklaven hatten, menschliche Sklaven, und wir sagen, ich hätte meinen Sklaven sofort freigelassen. Ich hätte für die Freiheit und die Befreiung dieser Sklaven, dieser Menschen gekämpft. Aber jeder von euch, der nicht vegan lebt, der beweist ganz eindeutig, dass er einfach nur ein schwacher Mitläufer ist. Ihr lauft mit einer Masse, die Tiere als Sklaven halten. Da ist doch kein Unterschied, ob wir Menschen Sklaven oder Tiersklaven halten. Wir alle sind Individuen, wir alle wollen Freiheit, wir alle können vegan leben. Und es gibt keine Rechtfertigung, anderen weh zu tun und anderen die Diskriminierungsform des Speziesismus anzutun. Der klassische Rassismus, dass wir schwarze Sklaven halten, der beruht auf dem Rassismus, ja? Und das, was jetzt mit den Tieren passiert, das nennt sich Speziesismus. Oh Gott, ich muss niesen. Entschuldigung. Oh Gott. Das nennt sich Speziesismus. Wenn ihr für die Freiheit von Menschen seid, auf Basis von ihrer Hautfarbe oder auf Basis von ihrem Geschlecht, dann müsst ihr auch auf die Freiheit von anderen Tieren, auf die Basis von ihrer Spezies achten. Das ist doch kein Wild, das ist ein total willkürliches Merkmal. Kommt auf dem Discord-Server vorbei, discord.gg/weg, und redet mit mir, redet mit uns. Wir haben jetzt gerade Moderatoren da drauf, die mit euren Fragen gerne umgehen wollen, die euch gerne helfen möchten, zu einer gewaltfreien, also veganen Lebensweise umzusteigen. Schaut euch aber vor allem vorher das Video Warum vegan auf der Seite an3x.org an, und das beantwortet wahrscheinlich schon 99% eurer Fragen, warum ich das hier mache, warum sitzt dieses Mädchen da mit so einem Schild. Warum macht die immer so provokante TikTok-Videos? Leute, ich mache das für die Tiere, deren Stimmen wir nicht hören. Jetzt gerade am Schlachthof hier in Linz fahren jeden Tag hunderte Individuen dorthin, damit ihnen jemand ein Messer in die Kehle stechen kann. Ja, das passiert jetzt gerade in diesem Moment, und ich versuche Aufmerksamkeit zu bekommen auf das größte Massaker, das größte Blutbad auf diesem Planeten. Wir können alle gesund und glücklich rein pflanzlich leben. Es gibt keine Rechtfertigung für das, was wir den Tieren antun. Rassistisch sein ist nicht okay. Homophob sein ist nicht okay. Sexistisch sein ist nicht okay. Und nicht vegan sein ist nicht okay. Schaut euch das Video Warum vegan auf der Seite an3x.org an, dann erfahrt ihr, warum ich das mache, warum es notwendig ist, dass wir vegan leben. Das Video dauert nur 8 Minuten, das könnt ihr euch wirklich nehmen. Jeden Tag konsumiert ihr wahrscheinlich längere Zeit Tierprodukte, Tierleichen, tierische Ausscheidungen, nur als dieses Video lang ist. Wenn ihr danach noch Fragen habt, kommt gerne ab sofort. Wir haben jetzt gerade Moderatoren in den Voice-Channels drinnen. Kommt jetzt gerade in den Discord-Server vorbei. discord.gg/welch. Unsere Moderatoren sind schon da, um mit euch zu reden, um euch zu zeigen, hey, Veganismus bedeutet einfach nur, die Tiere in Ruhe zu lassen. Das ist alles, was Veganismus bedeutet. Es ist echt nicht so extrem. Als Veganer ist man nicht extrem. Als Veganer muss man auch kein Hippie sein oder irgendeinen krassen Beruf haben oder sowas. Es geht einfach nur darum, dass du in deinem Alltag niemanden ins Schlachthaus schickst. Veganer wahren einfach nur die körperliche Freiheit von jedem Einzelnen. Und wisst ihr was? Sie halten sich an die goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und jetzt mal ganz ehrlich, jeder Einzelne von euch hier im Chat, der jetzt gerade Steak, 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 Chicken Nuggets schreibt, würdet ihr jetzt gerade selbst gerne mit den Tieren tauschen?
die ihr zum Schlachthof schickt? Ich meine, immer groß die Klappe aufmachen, ja, aber wenn ihr dann selbst am Schlachthof steht, wie glaubt ihr, würde es euch da gehen? Wäre das schön? Ich denke, am Schlachthof würdet ihr plötzlich Angst bekommen, wenn ihr aus dem Lastwagen rausgeladen werdet und plötzlich die Angst riecht, die in der Luft steht, wie so eine dicke Suppe aus Blut und die riecht Kot und vor euch hört ihr Schreie. Schreie von eurer Familie, von euren Kleinen, ja? Ihr riecht ihr Blut, das Blut eurer Familie, das da am Boden vom Schlachthof liegt, weil eurer Familie schon der Hals aufgeschnitten wurde. Und das alles nur wegen Menschen, die nicht vegan leben. Das ist nicht notwendig. Stellt euch mal vor, wie es euch da gehen würde. Und dann kommt so ein Mensch und der holt euch aus dem Gitter, wo ihr eingespannt wart und spannt euch in eine neue Maschine, wo euer Hals auf so einer Ablage liegt und dann ist da plötzlich so ein Ding auf eurem Kopf und ihr habt Angst und es tut weh und es ist eng und es ist dunkel und dann schießt er euch in den Kopf. Er schießt euch in den fucking Kopf. Und er trifft nicht mal euer Gehirn, ja, es tut übel weh, ihr habt unglaubliche Kopfschmerzen, alles wird schwarz, alles glitzert, alles blitzt, weil er nicht einmal euer Gehirn getroffen hat. Und diese Fehlbetäubungen mit dem sogenannten Bolzenschussgerät, die passieren verdammt häufig, ja. Jede dritte Betäubung mit dem Bolzenschussgerät geht daneben. Und das hat nicht nur zur Folge, dass dieser Mensch dann nochmal und nochmal und nochmal schießen muss, bis er endlich euren Kopf getroffen hat, euer Gehirn, und ihr schlagt wild euch um euch in dieser Tötungsbox. Das nennt sich Tötungsbox, ja? Ihr schlagt darin wild um euch und im Zweifelsfall denkt sich der Mensch dann so, ja, ich krieg diese fucking Kuh nicht betäubt, dann nehme ich jetzt ein Messer und schlitz ihr so oder so die Kehle auf, unabhängig davon, ob sie betäubt ist oder nicht. Das passiert jedes dritte Mal und ich mache hier keinen Scherz. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, selbst wenn jede einzelne Kuh unglaublich betäubt wäre, wäre das immer noch nicht in Ordnung. Leute, rassistisch sein ist nicht okay. Sexistisch sein ist nicht okay. Homophob sein ist nicht okay. Und speziesistisch sein, ich werde es immer noch falsch rumhalten, speziesistisch sein ist nicht okay. Speziesismus ist das gleiche wie Rassismus. Wir sagen, wir dürfen jetzt mit Tieren Dinge machen, die wir früher mit schwarzen Menschen gemacht haben. Einfach nur, weil sie keine Menschen sind, sondern weil sie eine andere Spezies haben. Seht ihr, Speziesismus und Rassismus ist genau das gleiche. Wir diskriminieren die Tiere auf Basis nicht von ihrer Hautfarbe, sondern auf Basis von ihrer Spezies. Nicht vegan sein ist nicht okay. Schaut euch das Video Warum vegan auf der Seite an3x.org an und erfahrt, warum ich euch das hier gerade erkläre. Erfahrt, warum ich das so dringend sehe, warum ich sage, hey, mach Babyschritte, mach zuerst vegetarisch. Nein, das sag ich nicht. Wenn ihr nicht vegan lebt, seid ihr für Tierermordung zuständig. Das Blut ist an euren Händen und es ist nicht notwendig. Ihr würdet euch so ärgern, wenn ihr in einem Jahr dann vegan seid, werdet ihr sagen, warum habe ich am Anfang Babyschritte gemacht? Jeden einzelnen Tag, wo ich reduziert habe, bis ich endlich vegan geworden bin, standen für mich noch Tiere am Schlachthof. Das wollt ihr nicht, das wollen vor allem die fucking Tiere nicht. Ja? Ihr habt die Verantwortung über sie. an3x.org, schaut euch das Video Warum vegan an. Es dauert nur 8 Minuten. 8 Minuten an3x.org mit einem offenen Ohr und vor allem mit einem offenen Herzen zuzuhören. Schaut euren Opfern in die Augen. Versetzt euch in die Lage am Schlachthof, die ich euch gerade erklärt habe, wo eurem zitternden Körper ein Bolzenschussgerät an die Stirn gesetzt wird, während euer kleines Kind, das Kälbchen, daneben steht und mitkriegt, wie seine Mutter in Stücke gerissen wird, ja? Das ist das, was tatsächlich passiert. Egal ob Bio, egal ob Massentierhaltung, egal ob Weideschuss, egal ob sonst was. Tiere werden als Objekte benutzt. Sind Tiere Objekte? Ja oder nein? Ja oder nein? Findet ihr wirklich, dass Tiere Objekte sind? Weil solange ihr nicht vegan lebt, behandelt ihr Tiere als Ware, als Objekte. Und ich denke nicht, dass Tiere Objekte sind. Genauso wenig Menschen, menschliche Sklaven, galten als Objekte. Schwarze Menschen galten als Ware, die man auf Sklavenmarkt kaufen konnte, die man tauschen konnte, die man behandeln konnte, wie man will. Weil sie eben keine Rechte hatten, also als moralische Lebewesen. Sie galten als Objekte. Wenn ihr nicht findet, dass schwarze Menschen Objekte sind, dann gibt es auch keinen Grund dafür, weswegen ihr finden solltet, dass Tiere, also andere Tiere, Objekte sind.
Es gibt da keinen moralisch signifikanten Unterschied. Wir alle, du jetzt gerade, du möchtest nicht am Schlachthof stehen. Ein schwarzer Mensch möchte nicht am Schlachthof stehen. Ein Schwein möchte nicht am Schlachthof stehen. Eine Kuh möchte nicht am Schlachthof stehen. Wenn ihr nicht vegan lebt, behandelt ihr Tiere als Objekte. Nicht vegan sein ist nicht okay, weil Tiere eben keine Objekte sind. Sie sind Personen, sie sind Individuen wie du und ich und jeder von euch, der zu Hause mit einem Hund oder einer Katze lebt, der weiß genau, was ich sage, wenn ich sage, das sind Personen mit einem Charakter, mit Interessen, mit Bedürfnissen, die nicht sterben wollen, die genauso keine Objekte sind, wie jeder einzelne von euch, der diesen Livestream schaut. Also, was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen zu, füge auch keinem anderen zu. Nicht vegan sein ist nicht okay, rassistisch sein ist nicht okay, sexistisch sein ist nicht okay. Schaut euch auf an3x.org das Video Warum vegan an, informiert euch darüber, was ihr den Tieren antut, wenn ihr nicht vegan lebt und wählt die vegane, gewaltfreie Lebensweise. Discord.gg/veg, das hier ist der Link zu dem größten deutschsprachigen veganen Server auf dem Planeten. Da bin ich auch drauf, da könnt ihr mir schreiben und da sind jetzt gerade vegane Moderatoren im Sprachchat, da könnt ihr einfach joinen und mit uns reden. Wir werden alle eure Fragen beantworten, wie man vegan lebt. Wenn ihr Einwände noch habt gegen Veganismus, dann braucht ihr hier nicht einfach nur rumzuspammen. Dann könnt ihr einfach dazukommen und eure Fragen äußern, eure Bedenken äußern, vielleicht eure Gegenargumente. Wir debattieren euch gerne. Leute, es gibt kein gutes Gegenargument gegen Veganismus. Und wisst ihr wieso? Veganismus bedeutet einfach nur, die Tiere in Ruhe zu lassen. Das ist alles. Wir wissen längst, dass wir gesund und glücklich rein pflanzlich leben können. Wir brauchen keine Fleisch, Milch, Eier, Käse, Honig, Fische, Leder oder Felle, um gesund und glücklich zu sein. Wir wissen, dass wir rein pflanzlich von Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen leben können. Wir können vegan leben. Und wenn wir vegan leben können, haben wir die Verantwortung dafür, das zu tun. Weil das bedeutet einfach nur, die Tiere in Ruhe zu lassen. Ihr wollt nicht am Schlachthof stehen. Die Tiere wollen nicht am Schlachthof stehen. Lasst sie einfach in Ruhe. Nicht vegan sein ist nicht okay. Rassistisch sein ist nicht okay. Sexistisch sein ist nicht okay. Und speziesistisch sein ist auch nicht okay. Speziesismus ist genau dasselbe wie Rassismus. Wenn ihr gegen Rassismus seid, dann müsst ihr auch gegen Speziesismus sein. Wenn ihr dieses Wort noch nie gehört habt, könnt ihr entweder auf meinen YouTube-Kanal gehen und euch das Video über Speziesismus anschauen, was ich gemacht habe. Oder ihr geht einfach auf die Seite andrex.org und schaut euch das Video Warum vegan an. Da erkläre ich nochmal, was Speziesismus ist und warum das die größte und blutrünstigste Diskriminierungsform auf diesem Planeten ist. Wenn ihr dieses Video Warum vegan auf andrex.org angesehen habt, dann werdet ihr erstens verstehen, dass Speziesismus das gleiche ist wie Rassismus. Und zweitens, dass es nicht okay ist, nicht vegan zu sein. Wenn ihr danach immer noch Fragen habt oder Angst habt, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Wie werde ich denn jetzt vegan? Dann kommt einfach auf dem Discord-Server vorbei. discord.gg/veg, das sind jetzt gerade vegane Moderatoren bei uns im Voice-Chat, die all eure Fragen beantworten werden. Ihr könnt mit uns debattieren, ihr könnt mit uns diskutieren. Aber Leute, ich darf euch daran erinnern, Speziesismus ist Rassismus. Es ist nicht cool, wenn ihr gegen Veganer hetzt, weil das bedeutet einfach nur, dass ihr gegen Menschen hetzt, die Tiere in Ruhe lassen. Das ist alles, was wir tun. Veganismus heißt, die Tiere in Ruhe zu lassen. Wenn ihr das noch nicht wusstet, dann geht einfach auf an3x.org vorbei, schaut euch das Video Warum vegan an. Das dauert nur 8 Minuten. Wahrscheinlich konsumiert ihr jeden Tag längere Zeit Tierprodukte, als das Video Warum vegan auf an3x.org dauert. Und wenn ihr das Video dann gesehen habt, aber wirklich erst, wenn ihr das Video Warum vegan hier gesehen habt, dann könnt ihr auf dem Discord-Server vorbeikommen, discord.gg/veg, und mit uns diskutieren. Wir haben jetzt gerade Moderatoren im Live-Chat bei discord.gg/veg, dem größten deutschsprachigen veganen Server auf dem Planeten. Da bin ich auch drinnen, da können wir jetzt gerade eure Fragen beantworten. Wir freuen uns auf euch. Aber mal ganz ehrlich, seid keine Trolls, seid auch keine Trolls hier im Chat. Jeder einzelne von euch, der lecker Steak schreibt, der vergisst, dass wegen euch einer Kuh in den Kopf geschossen wird. Jeden Tag. Und zwar so, dass sie es meistens noch mitkriegt, weil die meisten Betäubungen schlagen fehl. Aber ich sehe gerade, es sind gerade einige tausende Leute mehr hierher gekommen. Deswegen lasst mich euch kurz erklären. Speziesismus ist die größte und blutrünstigste Diskriminierungsform auf diesem Planeten.
Wenn ihr gegen Rassismus seid, dann müsst ihr auch gegen Speziesismus sein. Speziesismus ist die Diskriminierung nach der Spezies. Genauso wie beim Rassismus, wir sagen, hey, du hast eine andere Hautfarbe, du kommst von einer anderen Kultur, dich darf ich als Sklaven benutzen, nur weil du schwarz bist, betrachten wir das Gleiche im Speziesismus mit der Spezies. Wir sagen, das Schwein hat eine Schnauze und es hat rosa Haut und ist keine Spezies Mensch und deshalb darf ich es zum Schlachthof schicken. Jeder von euch, der gegen Diskriminierung ist, der muss auch gegen die größte und blutrünstigste Diskriminierungsform auf diesem Planeten sein, dem sogenannten Speziesismus. Wir sind gegen Rassismus, rassistisch sein ist nicht okay, sexistisch sein ist nicht okay, homophob sein ist nicht okay und wisst ihr was? Speziesistisch sein ist auch nicht okay. Und das bedeutet einfach nur, nicht vegan sein ist nicht okay. Als Veganer lässt man die Tiere einfach in Ruhe. Da ist nichts Verrücktes dran, das ist auch nicht extrem. Das bedeutet einfach nur, dass ihr euch an der goldenen Regel orientiert. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. So einfach ist das. Und das ist genau das, was wir als Veganer machen. Du würdest nicht gerne selbst am Schlachthof stehen, weil jetzt gerade in diesem Moment stehen deine Opfer am Schlachthof und ihnen passieren Dinge, die du hier ansehen kannst. Auf 13x.org kannst du die Wahrheit sehen, was du den Tieren antust, jetzt gerade in diesem Moment. Da steht jetzt gerade ein Huhn mit ganz, ganz, ganz vielen tausenden anderen Hühnern in so einer kleinen Kiste. Wurden sie stundenlang durchs Land gefahren und sie wurden zusammengepresst in Kartons. Und jetzt gerade wird ein Arbeiter diese Kisten aus dem Lastwagen holen, die Hühner bei ihren Füßen schnappen, sie umgekehrt auf einen Haken hängen, auf ein Fließband. Und dann baumeln die Hühner da so runter mit ihren Köpfen nach unten und dann werden sie durch ein Strombad gefahren und viele weichen diesem Wasser aus, weil Hühner sind nicht so dumm und die haben Angst. Und dann schneidet eine automatische Maschine ihre Köpfe ab. Und das passiert jede Sekunde. Tausende von Hühnern, Individuen. Hühner sind Individuen wie du und ich. Und nur weil sie vielleicht ein bisschen weniger technologisch begabt sind oder das sind, was wir als intelligent betrachten, ist es trotzdem keine Rechtfertigung, ihnen zu Tausenden die Köpfe abzuschneiden. Zack, zack, zack. Jedes einzelne Huhn. Und wisst ihr, es ist auch nicht okay, wenn wir nur ein Huhn am Tag so köpfen oder dem auch nur Gewalt antun. Wir müssen nicht. Wir können vegan leben. Und Veganismus bedeutet einfach nur, den Tieren keine Gewalt anzutun. Das ist nicht extrem. Veganer lassen die Tiere einfach in Ruhe. Stellt euch doch mal vor, die Angst von dem Huhn, das da umgekehrt auf dieses Fließband gehängt wird. Es schreit, die anderen Hühner schreien auch. Und dann ist da plötzlich nur noch so ein Haufen von abgetrennten, blutigen Hälsern, wo die Organe rausschauen. Und wisst ihr, viele Hühner, die merken diese Betäubung, die weichen da aus, die weichen aus diesem Strombad und die kriegen ihre Ausblutung bei lebendigem Leib mit. Und selbst wenn das Bio gemacht wird oder die humane Schlachtung, was auch immer das heißen soll, ist es immer noch unnötige, grausame Gewalt, die wir an schwächeren Tieren ausüben. Rassistisch sein ist nicht okay, homophob sein ist nicht okay, sexistisch sein ist nicht okay und nicht vegan sein ist nicht okay. Weil das bedeutet einfach nur, dass wir unnötige, grausame Gewalt für unsere Freude an Tieren ausüben. Wir wissen längst, dass wir alle gesund und glücklich rein pflanzlich leben können und sogar Muskeln aufbauen können, ja, also fit sein können als Veganer. Lewis Hamilton ist ein veganer Sportler. Viele, viele, viele. Patrick Babumian beispielsweise ist ein veganer deutscher Strongman. Wir können alle gesund und glücklich rein pflanzlich leben. Wir müssen keine Tiere zum Schlachthof schicken. Ihr könnt euch mit 90 entscheiden, wie charakterschwach seid ihr eigentlich oder wie stark seid ihr. Weil ihr könnt jetzt auf diesen Tag zurückblicken und ich stelle euch jetzt eine ganz wichtige Frage. Wie viele Tiere sollen, bis du stirbst, für dich ab heute noch am Schlachthof stehen? Null oder viele? Null oder viele? Diese Wahl liegt in deiner Hand. Wie viele Tiere sollen für dich, bis du stirbst, noch am Schlachthof stehen? Zitternd, weinend, ausblutend, um sich schlagend, all dieser Panik. Null oder viele? Und du kannst dich hier und jetzt für die Null entscheiden. Und wenn du dich für die Null entscheidest, dann bedeutet das einfach nur,
für deine Handlungen, dass du ab jetzt vegan lebst, also rein pflanzlich. Dass du dich von Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen und Samen ernährst und allem, was wir daraus machen können. Veganer Schnitzel, veganer Burger, veganes Eiscreme, es gibt vegane Schuhe, veganes Make-up. Leute, wir brauchen nie wieder ein anderes Tier zu verwenden. Versetzt euch einfach mal in die Lage eurer Opfer. Würdet ihr selbst gerne das Versuchstier im Labor sein, dem Säure in die Augen getroffen wird, Hausmittel oder Make-up zwischen die Beine geschmiert wird? Würdet ihr selbst gerne das Tier im Zoo sein, das nicht und nicht aus seinem klitzekleinen Wohnungsraum rauskommt? Nein. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn ihr nicht wisst, warum ich das alles hier gerade mache oder warum ich sage, dass nicht vegan sein nicht okay ist, dann geht einfach auf die Seite a3x.org und schaut euch das Video Warum vegan an. Das habe ich gemacht, das dauert nur 8 Minuten. 8 Minuten, die all das hier zusammenfassen, was ich die ganze Zeit mache. Warum macht die Frau das? Warum sitzt sie da auf TikTok? Warum macht sie täglich solche Videos? a3x.org, Warum vegan, dann versteht ihr, warum ich das mache. Schaut euch das an, seid mutig und wenn ihr danach noch Fragen habt oder reden möchtet, wie ihr jetzt vegan leben könnt, dann geht einfach auf den Discord-Server discord.gg/veg und informiert euch hier. Ich bin da live in dem Server drinnen, auch jetzt gerade. Jetzt gerade stehen außerdem hunderte von unseren veganen Moderatoren zur Verfügung, die mit euch darüber reden werden. Wir haben Stage-Debatten, wo wir über Veganismus diskutieren können. Wir erwarten uns einfach nur, dass ihr keine totalen Trolle seid. Es geht hier nämlich um Leben und Tod. Wortwörtlich geht es um Leben und Tod. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr für Leben steht oder für die systematische Unterdrückung, Versklavung und vor allem die Diskriminierung von den nichtmenschlichen Tieren. Speziesismus, man kann es nicht oft genug sagen, ist die moralische Diskriminierung auf Basis der Spezies. Genauso wie wir früher gesagt haben, Rassismus ist in Ordnung, weil schwarze Menschen sind schlechter und weniger wert, haben wir jetzt das Gleiche mit der Spezies. Wir sagen, wir dürfen Tiere zum Schlachthof schicken, weil sie keine Menschen sind. Leute, das ist furchtbar, das ist brutal und ich muss jetzt mal was trinken. Schaut euch einfach auf der Seite Warum Vegan, a3x.org, den Film Warum Vegan an. Dauert nur 8 Minuten. So, ich werde jetzt mal ein paar Fragen beantworten. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr vegan leben wollt oder ob ihr brutal leben wollt. Das ist genau die Entscheidung, die ihr treffen möchtet. Vegan oder brutal? Was nimmst du für dein restliches Leben lang? Brutal. Ja, manche sagen brutal, da kann ich echt nur sagen, stell dir mal vor, du bist das Tier, das auf Basis seiner Spezies diskriminiert wird. Stell dir mal vor, du wirst heute zum Schlachthof geschickt. Ja, dann würdest du wahrscheinlich nicht mehr brutal sagen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. So einfach ist das. Ich bin seit circa 2 Jahren vegan und habe davor 5 Jahre rein pflanzlich gegessen, aber ich habe nicht verstanden, dass es beim Veganismus um eine Gerechtigkeitsbewegung geht, um eine Befreiungsbewegung für die anderen Tiere, sondern ich habe das als Umwelt- und Gesundheitstrend gesehen und bin deswegen auch nicht aktiv geworden. Deswegen sage ich auch immer, Gesundheit und Umwelt sind kein Argument, um jemanden vegan zu machen. Das ist höchstens ein Argument, um jemanden dazu zu bekommen, hauptsächlich pflanzlich zu essen. Aber jemand, der sagt, ich bin vegan für die Umwelt, der hat nicht verstanden, dass es hierbei um eine Diskriminierungsform geht, gegen die wir uns einsetzen. Wir würden auch nicht sagen, ich schlage keine schwarzen Menschen mehr, weil es besser für meine Handfläche ist, sondern weil es einfach falsch ist, das diesen Menschen anzutun, diesen Menschen Diskriminierung anzutun. So, gibt es hier noch intelligente Fragen? Dann könnt ihr die jetzt gerne in den Chat reinhauen. Meine Stimme ist ein bisschen durch. Schaut euch einfach dabei das Video Warum vegan auf a3x.org an. Das dauert nur 8 Minuten. Da versteht ihr dann, warum ich das hier mache, warum ich sein nicht vegan sein ist nicht okay. Kommt dazu auf den größten deutschsprachigen veganen Server discord.gg/veg. Da bin ich auch drin. Das sind außerdem ganz viele von unseren veganen Moderatoren drin, die euch erklären werden, was Speziesismus ist und die mit euch diskutieren werden über dieses Thema, wenn ihr weitere Fragen oder Einwände habt. Am Anfang hatte ich keine Ahnung, wie ich jetzt vegan werde und vor allem, wie ich damit umgehe, dass ich realisiere, dass im Supermarkt, da liegen ja Leichenteile. Ist euch das schon mal aufgefallen? Im Supermarkt liegen die abgetrennten Körperteile von tausenden Individuen, die in einem Massenmord hingerichtet wurden. Da liegen ganze Körper teilweise, ganze Körper in Folien, aber ohne Köpfe, im Supermarkt.
Aber stellt euch das jetzt mal vor, wie das ist, wenn ihr aus den Augen von einem Veganer in den Supermarkt geht. Und bald werdet ihr auch einer sein, weil ihr verstehen werdet, dass nicht vegan sein nicht okay ist. Also man geht in den Supermarkt und man sieht zum Beispiel, es fängt an mit dem Eierregal. Ja, was sehen wir da im Eierregal? Da habe ich dann schon Bilder in meinem Kopf von den männlichen Küken in der Eierindustrie, die alle getötet werden. Weil die männlichen Küken in der Eierindustrie, die legen ja keine Eier. Deswegen werden sie alle entweder geschreddert, vergast oder zerquetscht am ersten Tag von ihrem Leben. Und dann denke ich mir, nein, ich esse keine Eier mehr und ich esse auch keine Kuchen, wo Eier drinnen sind. Ich esse auch keine Süßigkeiten, wo Eier drinnen sind. Da muss man einfach nur ein bisschen schauen, da gewöhnt man sich sehr schnell dran im Supermarkt. Und dann gehe ich einfach weiter und besorge mir zum Beispiel, es gibt weichen Tofu, den man ganz toll zu einer Eierspeise machen kann. Oder auch ganz viele Ei-Alternativen, wenn ihr backen wollt, wie zum Beispiel Apfelmus oder Leinsamen und so weiter und so fort. Dann geht man weiter zum Milchregal. Das heißt, ich sehe da ein Milchregal mit Milch, mit glücklichen Kühen drauf, ja, mit Grasfeldern, ihr wisst ja, wie es aussieht, mit dem Milchjoghurt und so weiter. Und was habe ich da für Bilder in meinem Kopf? Da sehe ich die Kuh, die sogenannte Milchkuh am Schlachthof, wie sie ein Bolzenschussgerät an ihren Kopf bekommt, wie ihr Kalb vor ihr den Hals aufgeschnitten bekommt, wie das Kalb nach seiner Mutter schreit, nachdem es direkt nach der Geburt von seiner Mutter getrennt wurde, nur damit wir die Muttermilch nehmen können, weil vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber jede Tiermilch, die für unseren Kaffee, in dem Kaffee landet oder zu Käse gemacht wird, das ist gestohlene Muttermilch von einer anderen Spezies. Wir sind abgestillte, erwachsene Menschen, oder? Wann hast du das letzte Mal Muttermilch getrunken? Und dann wirst du wahrscheinlich sagen, als Baby. Nein, das letzte Mal Muttermilch getrunken oder gegessen hast du, als du Milch- oder Käseprodukte gegessen hast, die nicht vegan waren. Das heißt, ich stehe dann also vor diesem Milchregal im Supermarkt und denke mir so, what the fuck, wie abartig sind Menschen, dass sie die Muttermilch von einer anderen Spezies stehlen. Das wusste ich alles nicht bis vor ein paar Jahren. Und dann habe ich einfach so diese Videos gesehen auf allen3x.org. Schaut euch da das Video Warum vegan an. Da erkläre ich das mit Milch und Eiern auch nochmal. Weil viele Vegetarier, vielleicht sind ja manche von euch Vegetarier, viele Vegetarier denken ja, dass das schon in Ordnung ist, was sie da machen, dass das gut für die Tiere ist. Aber das ist natürlich auch ein Blödsinn. Egal wie gut die Tiere gehalten werden übrigens, weil ich das gerade hier so ein paar Mal lese. Wir sind auch Biomenschen. Ihr alle, die das hier gerade seht, ihr seid glückliche Biomenschen, ja? Aber jetzt stellt euch mal vor, ein Alien würde auf diesen Planeten kommen, das uns technologisch überlegen ist, so wie wir den Tieren technologisch überlegen sind. Und die behandeln euch dann so, wie ihr die Bio-Tiere behandelt, ja? Würdet ihr selbst gerne am Schlachthof stehen? Nein. Ich esse nur glückliche Tiere, ist ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Satz. Weil man könnte sogar argumentieren, dass Tieren, denen es gut geht, das aber noch viel grausamer ist. Erstens, ihr Vertrauen zu brechen, indem wir sie dann doch zum Schlachthof schicken. Und zweitens, sie so oder so hinzurichten. Ja, also Gewalt ist Gewalt, egal wie gut es dem Opfer vorher ging. Wenn ich ein Kind bekomme und das ganz toll erziehe und das hat ein ganz tolles Leben, ist es trotzdem nicht in Ordnung, wenn ich es mit 18 Jahren vergewaltigen lasse, verkaufe oder hinrichte. Ja, egal wie gut sein Leben vorher war oder sogar egal wie schmerzlos diese Vergewaltigung oder diese Ermordung stattgefunden hat. Das ist nicht in Ordnung. Nicht vegan sein ist nicht okay. Bio ist keine Lösung, das ist einfach nur ein Sündenablasshandel, für den ihr ein bisschen mehr zahlt, damit euer Gewissen reiner ist. Aber das ist ein Blödsinn. Wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt oder wenn ihr wissen wollt, warum ich hier so radikal bin, dann geht einfach auf allen3x.org und schaut euch das Video Warum vegan an. Ja, Warum vegan dauert nur 8 Minuten, habe ich gemacht, das ist gleich das erste Video ganz oben. Und schaut euch auch die anderen Videos auf diesem Kanal an. Und dann seid ganz ehrlich mit euch. Würdet ihr gerne mit den Tieren Platz tauschen, die in den Tierindustrien sind? Ja oder nein? Weil ich glaube, die Antwort ist nein, wenn ihr ganz ehrlich seid. Und was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn ihr danach noch reden wollt, nachdem ihr die Inhalte da gesehen habt oder wissen möchtet, wie ihr jetzt zu einer veganen Lebensweise wechselt, dann kommt einfach auf den Discord-Server vorbei. discord.gg/veg, das ist der größte vegane, deutschsprachige Discord-Server auf dem Planeten. Und da sind jetzt gerade vegane Moderatoren da, mit denen ihr gerne reden könnt, die gerne eure Fragen beantworten und euch auch gerne helfen, zu einer gewaltfreien Lebensweise zu wechseln. Weil das ist genau das, was Veganismus ist. Veganismus bedeutet einfach nur, gewaltfrei zu leben, gesund, glücklich und stark zu leben, ohne Tiere ins Schlachthaus zu schicken.
nicht vegan sein ist nicht okay. Warum ist das nicht okay? Weil es bedeutet, die Tiere zu diskriminieren, oh je, und ihnen Gewalt anzutun. Speziesismus, und ja, ich habe das Z falsch rum gemacht, ist genau das gleiche wie Rassismus. Das bedeutet, dass wir die Tiere auf Basis ihrer Spezies so diskriminieren, wie es im Rassismus sonst passiert, ja? Also, wenn ihr gegen Rassismus seid, wenn ihr gegen Sexismus seid, wenn ihr gegen Homophobie seid, dann müsst ihr auch gegen Speziesismus sein. Und wie ist man gegen Speziesismus, also diese größte Unterdrückungsform, die blutrünstigste Unterdrückungsform auf dem Planeten? Indem man einfach vegan lebt, indem man die Tiere in Ruhe lässt. Weil das ist alles, was Veganer tun. Sie lassen die Tiere in Ruhe. Nicht vegan sein ist nicht okay, weil was heißt das denn, wenn man nicht vegan ist? Dass man absichtlich direkte Gewalt an Individuen ausübt. Ja, das ist nicht notwendig, das ist nicht nett, das ist grausam, das ist brutal. Wir wissen, dass wir alle gesund und glücklich rein pflanzlich leben können. Schaut auf die Seite andrax.org vorbei, schaut euch dort das Video Warum vegan an. Es dauert nur 8 Minuten, das Video gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Danach Dominion und Earthlings ganz dringend anzuschauen. Die sind auch auf dieser Seite drauf. Keine Sorge, ihr müsst keine andere Seite finden als diese Seite. Informiert euch darüber, was Speziesismus ist. Speziesismus ist genau das gleiche wie Rassismus. Wir sagen, dich darf ich ins Schlachthaus schicken, weil du kein Mensch bist, weil du ein sogenanntes Nutztier bist. So wie wir früher zu Menschen gesagt haben, dich darf ich benutzen als Sklave, als Objekt, weil du schwarze Haut hast. Das ist genau die gleiche diskriminierende Denkweise, wie eben im Speziesismus, wie im Rassismus, wie im Sexismus. Alle Diskriminierungsformen hängen zusammen. Sie sind alle irrational und gewalttätig. Geht auf die Seite andrax.org, schaut euch das Video Warum vegan an. Es dauert nur 8 Minuten. Nicht vegan sein ist nicht okay. Rassistisch sein ist nicht okay. Sexistisch sein ist nicht okay. Und speziesistisch sein ist genauso wenig okay wie rassistisch sein. Seid keine brutalen Tiermörder, seid vegan. Seid keine brutalen Tiermörder, seid vegan. Okay, es ist nicht so schwierig, vegan zu leben. Es ist vor allem niemals schwieriger, als ein Tier am Schlachthof zu sein. Ihr müsst euch einfach nur in die Lage von euren Opfern versetzen. Wie geht's jetzt gerade den Tieren am Schlachthof? Ich glaube nicht gut. Wie geht's vor allem den Tieren, die wegen euch, wegen dir persönlich steht jetzt gerade ein Tier am Schlachthof, wenn du nicht vegan lebst? Selbst am Sonntag werden Tieren Bolzenschussgeräte ihr Gehirn rausgeblasen, und in den allermeisten Fällen, also in ein Drittel der Fälle eigentlich, geht diese Betäubung schief und sie spüren alles und es ist ganz, ganz schrecklich. Tiere sind keine Objekte. Ja, nur so zum Abschluss hier, weil ich mache gleich Schluss. Solange ihr nicht vegan lebt, seht ihr Tiere als Objekte. Solange ihr nicht vegan lebt, tut ihr den anderen Tieren etwas an, was ihr selbst nicht gerne erleben wollen würdet. Solange ihr nicht vegan lebt, übt ihr die Diskriminierungsform des Speziesismus aus und seid genauso gewalttätig und irrational wie Rassisten. Rassistisch sein ist nicht okay, sexistisch sein ist nicht okay, nicht vegan sein ist nicht okay. Schaut euch das Video Warum vegan auf a3x.org an. Zum Abschluss noch, wenn ihr danach noch Fragen habt, nachdem ihr dieses Video gesehen habt, kommt vorbei auf discord.gg/Veg, da sind jetzt gerade vegane Moderatoren in unseren Voice-Channels, die gerne eure weiteren Fragen beantworten. Ich bin Raffaela, die militante Veganerin. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich längere Versionen von meinen kleinen TikTok-Clips hochlade. Außerdem könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, die militante Veganerin, einfach auf TikTok das kleine Instagram-Icon drücken. Ich freue mich über eure Nachrichten. Und ja, ich hoffe, ihr entscheidet euch dafür, dass ihr vegan lebt, statt brutal. Weil ihr könnt jetzt die Entscheidung treffen, lebst du vegan oder lebst du brutal? Diese Frage liegt an euch. Wie charakterstark, wie charakterschwach seid ihr? Seid ihr Heuchler oder seid ihr Gewalttäter den Tieren gegenüber? Entscheidet euch für Diskriminierungsfreiheit, entscheidet euch gegen Speziesismus, weil es ist genau das gleiche wie rassistisch sein. Wenn ihr nicht rassistisch sein möchtet, dann dürft ihr auch nicht speziesistisch sein. Lebst du vegan oder lebst du brutal? Genau diese Entscheidung kannst du treffen. Sei gütig und kein Tiermörder.